Für uns war natürlich das Fest, das zweite Profonburger Brauereifest in den Vorbereitungen, schon einfacher wie letztes Jahr, das erste Mal. Aber natürlich wieder sehr spannend und toll. Und das Wetter hat leider nicht so mitgespielt am ersten Festtag, aber trotzdem, das Zelt ist sehr schön voll und wir haben die Besucher da, also was wollen wir mehr? Über 8000 Besucher waren auch in diesem Jahr beim Brauereifest der Brauerei Vornburger mit dabei. Eröffnet wurde dieses Fest vom Bürgermeister Mandy Katzenmeier und Landeshauptmann Magister Markus Wallner. Im Beisein die Vorarlberger Bierkönigin Sabine Zerlaut und natürlich der Hausherr Gastgeber Hans Steiner. Wir möchten das Vornburger Brauereifest zur Tradition machen und mit allen Bierliebhabern, Kunden und Partnern ein zünftiges Fest feiern, bei welchem die Bierkultur, Braukunst und das gesellige Beisammensein im Vordergrund stehen. Und das ist uns auch heuer wieder gelungen, resümiert Geschäftsführer Hans Steiner über die zwei Festtage. Einmal mehr Klasse, Moderator Harry Brünster. Er führte wie immer gekonnt durch das Programm, in diesem Jahr gemeinsam mit Sandra Aberer. Erstens einmal ist das Ländle unheimlich schön. Zweitens habe ich gestern die Gelegenheit genützt, am Bodensee einen Sonnenuntergang zu erleben. Und wer das noch nicht gemacht hat, der sollte es unbedingt tun. Atemberaubend. Und der dritte Grund ist natürlich Frühschoppen. Nette Leute, lustig haben, ein bisschen lachen, eine gute Musik und ein gutes Bier. Zum Thema Bier, du lernst ja viele Biere kennen, unter anderem auf Hütten, auf diversen Festen. Aber jetzt mal unter uns gesagt, wo gibt es wirklich das beste Bier? Das beste Bier ist das verkaufte Bier. Und das beste Bier, ja, immer zum Beispiel gern ein würziges, starkes. Also das dunkle Vornburger Bock, das mag ich brutal gern. Als eine der modernsten Brauereien Österreichs ist es uns ein Anliegen, den Freunden des Einhorns hautnahe Einblicke in unsere Brauerei zu geben und somit zu einem Erlebnis für jeden Besucher zu machen, so Geschäftsführer Hans Steiner. Die Spieler des SCR Altach waren zu Gast bei ihrem Sponsor. Beim Maßkrugstemmen gab es ein Kräftemessen zwischen den Spielern und der Bierkönigin. Ebenfalls mit dabei Miss Austria 2012 Amina Dagi und DSDS-Kandidat Tom Pigram.